Entschuldigen Sie, dass es ein wenig kalt ist. Die Location haben wir kurzfristig finden müssen, aufgrund dessen, dass es uns in der Halle einfach zu eng und auch zu laut war. Getränke stehen für Sie hinten bereit. Wir werden im Anschluss noch themenbezogene Gesprächspartner hier vor Ort haben, die von Ihrer Seite vielleicht von Interesse sind. Und Fragen mit mir im Nachhinein zu stellen, wir werden sie bestmöglich beantworten. Und soweit heiße ich Sie nochmal herzlich willkommen und übergebe dann den Bundesvorstand. Okay. Wir werden die beschlossenen Anträge einfach in der Reihenfolge vorstellen, wie sie auf dem Parteitag auch behandelt wurden. Zu Beginn hat sich der Parteitag gleich beschäftigt, wie wir das kommende Bundestagswahlprogramm ausarbeiten. Beschlossen wurde dann in allererster Linie, dass unser Bundestagswahlprogramm jetzt formell eröffnet ist. Aus den beschlossenen Anträgen, die bei diesem Parteitag und bei den kommenden Parteitagen im Jahr 2012 gesammelt werden und auf einem außerordentlichen Wahlprogrammparteitag gesammelt werden, der jetzt auch beschlossen wurde, wird dann der Bundesvorstand einen Vorschlag für das Wahlprogramm ausarbeiten, dass er im Frühjahr 2013 einen Bundesparteitag vorlegen wird. Das heißt, auch erst im Frühjahr 2013 werden wir tatsächlich über unser Bundestagswahlprogramm letztendlich entscheiden. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass das bisherige Parteiprogramm, Grundsatzprogramm, redaktional überarbeitet wird. Dabei wird es keine inhaltlichen Verschiebungen geben. Es geht aber nur darum, Texte zu kletten, Grammatikfehler zu korrigieren und es so zu strukturieren, dass es jetzt ein einheitlicheres Bild im Rahmen der beschlossenen Programmarbeit geben wird. Der nächste Block beschäftigt sich mit Extremismus. Dazu begebe ich Marina. Die Piratenpartei hat sich in ihrem Grundsatzprogramm gegen Rechtsextremismus positioniert, was für uns noch einmal ein sehr wichtiges Signal war und was praktisch auch bedeutet, dass wir jetzt Demonstrationen zum Beispiel gegen Rechtsradikalismus, gegen Rechtsextremismus unterstützen können. Wir können dort auch mit Piratenflagge hingehen. Die Piratenpartei steht also offiziell gegen jede Art von Extremismus, das steht schon bei uns in der Satzung. Jetzt wurde noch einmal im Grundsatzprogramm explizit gegen Rechtsextremismus ausgesprochen. Okay. Wenn das Thema, das besprochen wurde, war der Punkt Migration. Wir haben uns natürlich dazu entschieden, die Partei hat sich mit weiter zwei Drittel Mehrheit dazu ausgesprochen, dass Migration für eine Gesellschaft etwas Wertvolles ist. Migration ist nichts, vor dem wir Angst haben müssen. Migration ist etwas, das eine Gesellschaft hilft, sich weiterzuentwickeln und einer Gesellschaft erlaubt, sich tatsächlich zu verbessern. Es bereichert die Gesellschaft. Insbesondere fordern wir dabei auch die Einführung einer doppelten Staatsbürgerschaft auf europäischer Ebene. Das heißt beispielsweise ein Geburtsrecht in Deutschland für EU-Ausländer, die hier geboren werden, dass sie die deutsche Staatsbürgerschaft automatisch mit erhalten und sich dann selbst entscheiden können, ob sie beide Staatsbürgerschaften behalten wollen, ob sie dafür die deutsche vielleicht auch nur ihre traditionelle Staatsbürgerschaft behalten wollen. Und wir wollen auch an dem Grad, wie sich das entwickelt, welche Staatsbürgerschaften behalten werden, messen, wie weit unsere Integration, wie offen unsere Gesellschaft tatsächlich geworden ist. Da fordern wir auch ein Kommunalwahlrecht für Ausländer. Wir wollen, dass die Menschen, die bei uns ihren Lebensmittelpunkt haben, sich auch tatsächlich in die Politik einbringen können, über ihr Leben entscheiden können. Das ist auch als Kritik an Frontex zu verstehen, an Lampedusa und anderen Lagern, die eingerichtet wurden, um quasi eine außereuropäische Mauer aufzubauen, nachdem man jetzt so lange Jahre mühsam damit verbracht hat, innereuropäische Mauern abzubauen, ist die Entwicklung, die wir bei Frontex sehen, tatsächlich ein massiver Rückschritt. In der Migrationspolitik haben wir auch Überschneidungen mit der Innenpolitik sehen, weil man immer wieder sieht, dass neue Sicherheitstechnologien in erster Linie in der Migrationspolitik eingeführt werden, dass man Überwachungsmaßnahmen wie zum Beispiel eine Visa-Warndatei, wie biometrische Daten erst in der Migration testet, erst an Grenzen ausprobiert und sie dann gegen die eigenen Bürger anwendet. Das heißt, eine flexiblere Migrationspolitik, eine freiere Migrationspolitik bedeutet auch immer noch eine freiere Innenpolitik. Ein vielleicht ganz interessanter Punkt ist PA 284, bedingungsloses Grundeinkommen und Mindestlohn, zu dem Bernd Schilmer ein bisschen mehr weiß. Ja, weiß nicht. Ich würde mal ein bisschen ausholen. Mit dem Recht auf sichere Existenz und gesellschaftlicher Teilhabe
versuchen wir in der Piratenpartei einen dritten, neuen Weg der sozialen Sicherung einzugehen. Wir stehen in Deutschland vor der Situation, vor einem sozialdemografischen Wandel, dass es immer mehr ältere Menschen in dieser Gesellschaft geben wird, bei immer mehr jüngeren Menschen. Wir stehen vor einer Situation, in der sich Familien und Lebensverhältnisse dramatisch geändert haben. Wir haben, als die soziale Sicherung in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts konzipiert worden ist, Familienverhältnisse eher traditioneller Art gehabt. Der Vater ging zur Arbeit, die Mutter war an den Herd gefesselt und die Kinder gingen dann zur Schule. Wir sind heute vor ganz anderen Lebenssituationen. Frauen wollen beispielsweise gleichberechtigt am Arbeits- und Lebensprozess teilnehmen. Wir wollen deshalb mit dem Weg in ein bedingungsloses Grundeinkommen einen neuen Weg beschreiten, der es ermöglicht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und wir werden die nächste Zeit dafür nutzen, für Sie und für die Gesellschaft und für den Bürger hier in Deutschland auch eine Detailauswertung vorzulegen, wie wir uns diesen Weg vorstellen werden. Es ist im Grunde mit dem heutigen Tag und dem gestrigen Tag erst ein Beginn gesetzt worden. Die nächsten Jahre werden davon bestimmt sein, dass wir gemeinsam mit den Bürgern in diesem Land dann auch überlegen können, wie wir so einen neuen sozialen Weg letztendlich weiter ausformulieren können. Wir haben uns dran geschrieben, dass wir damit im Prinzip das Sprachrohr sind in die Politik, was das bedingungslose Grundeinkommen betrifft. Wir werden am Ende natürlich die Bürger fragen, ob sie das wollen. Das ist das, was wir uns auch selbst auf die Fahnen schreiben. Die Piratenpartei hat sich ja aufgestellt als Partei, die Politik macht mit den neuen technischen Gegebenheiten, die wir haben, mit den neuen gesellschaftlichen Gegebenheiten, die wir haben. Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein sehr logischer Schritt, wenn wir uns überlegen, was das Internet, was die Informationsgesellschaft mit dem Arbeitsmarkt macht. Wir leben in einer Gesellschaft, in der immer weniger Arbeitsplätze gebraucht werden, weil immer intelligentere Computer, intelligentere Systeme teilweise Arbeit übernehmen. Damit können wir uns eine Vollbeschäftigung erstens gar nicht leisten. Das ist also eine Illusion. Zweitens brauchen wir sie auch gar nicht. Also wir müssen nicht alle dazu zwingen, irgendwie zu arbeiten, nur damit wir Vollbeschäftigung haben. Deshalb ist das Grundeinkommen ein Weg, den Begriff der Arbeit neu zu definieren. Wir bezeichnen also nicht nur das als Arbeit, wo Geld drin steckt, sondern wir bezeichnen alles als Arbeit, was für die Gesellschaft nützlich ist. Wenn man Familienmitglieder pflegt, dann ist das Arbeit. Wenn man Politik macht, dann ist das Arbeit. Und ich finde nicht, dass ein Politiker dafür hohe Löhne kassieren sollte, von denen er dann wiederum abhängig ist, weil ihn das auch korrumpiert. Das heißt, wenn wir unentgeltlich hier diesen Vorstandsposten machen, dann ist das für uns Arbeit. Wir würden auch gerne davon leben. Es ist auch Arbeit, Kunst zu schaffen. Und wir dürfen nicht vergessen, was dieses bedingungslose Grundeinkommen, was dieser Beschluss, wie tief er in alle anderen Bereiche greift, für die auch die Piratenpartei steht. Wir können ein Urheberrecht machen, das die Privatkopie erlaubt, weil wir Künstler bezahlen können. Wir können ein Datenschutzprogramm fahren, auch gegen Organisationen wie Facebook, die wir im Moment politisch gar nicht kontrollieren können, indem wir Alternativen aufbauen, die auf offener Software basieren. Denn offene Software birgt eben nicht diese Gefahr, dass man seine Daten verkauft und dann kann die Firma damit machen, was sie will, sondern jeder kann daran mitarbeiten. Das setzt aber voraus, dass auch Programmierer bezahlt werden. Und wie wir diesen Weg machen, das wird natürlich schwer, aber wir beschließen nicht einfach irgendwas aus Technologien heraus, sondern wir werden Modelle durchrechnen müssen. Und das ist in erster Linie das, wofür wir uns erstmal einsetzen. Konkret die Finanzierung zu planen, konkrete Modelle gegeneinander abzuwägen, auch Aufklärung darüber zu betreiben, das wird jetzt unsere Aufgabe der nächsten Jahre sein. Der Bundesparteitag hat ja gestern im Weiteren auch im Zusammenhang mit der bestehenden Hartz-IV-Gesetzgebung einige Positionen verabschiedet, die insbesondere sich darauf fokussieren, dass die Würde des Menschen stärker in den Mittelpunkt gerückt wird, dass Sanktionen, Kontrollen bei Hartz-IV-Empfängern abgeschwächt werden. Wir haben uns im Zusammenhang mit dem BGE auch als Zwischenstufe für einen Mindestlohn ausgesprochen. Das sind weitere Punkte im Arbeits-, Sozial- und Wirtschaftspolitischen Bereich. Und dann gebe ich wieder an unseren Chef.
In der gestrigen Berichterstattung um den BGE-Beschluss hat man häufig in der Presse gelesen, dass die Piratenpartei damit einen massiven Linksruck erzogen hätte. Das ist unserer Ansicht nach nicht richtig. Das BGE wird in allen Teilen der Gesellschaft diskutiert, es wird in sehr breiten gesellschaftlichen Gruppen diskutiert. Die Linkspartei beispielsweise hat es abgelehnt, in der CDU dagegen hat es sehr starke Unterstützer, zum Beispiel die ehemalige Ministerpräsidentin Althaus. Das BGE ist in allererster Linie ein Modell, um eine liberalere, eine freiere Gesellschaft zu schaffen und kein linkes Modell. Dass die Piratenpartei keinen Linksruck vollzogen hat, sieht man auch in anderen programmatischen Entscheidungen. Angenommen wurde beispielsweise der PA 188, die Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft in Kammern und Verbänden. Wir möchten, dass Unternehmer, dass Unternehmen sich selbst entscheiden können, ob sie beispielsweise in einer IHK Mitglied sein wollen oder nicht. Wir nehmen dann noch explizit die Rechtsanwalt, Notar und Ärztekammern aus, weil wir sehen, dass dort durch bestimmte berufsrechtliche Regelungen, die sich diese Kammern selbst geben und die ein Teil ihrer eigenen Verwaltung sind, es zeitaufwendiger wäre, da neue Modelle zu schaffen. Aber ansonsten soll diese Zwangsmitgliedschaft abgeschafft werden. Auch Leiharbeit soll begrenzt werden. Wir wollen eine maximale Überlassungsdauer von 6 Monaten für Leiharbeiter und einen Lohnzuschlag für die abgeleitete Flexibilität. Wir sehen in letzter Zeit auch in den aktuellen Arbeitsmarktzahlen, dass Leiharbeit weggeht von einem Mittel zur Flexibilisierung der Unternehmen hin zu einem Mittel, in dem Unternehmen eigentlich ihre Stammbelegschaft austauschen durch Leiharbeiter, die sie dann günstiger verwenden können. Das kann nicht das Ziel der Leiharbeit sein, das war nie das Ziel der Leiharbeit und hier wollen wir auch einen Impuls setzen, um Leiharbeit tatsächlich sinnvoller zu regeln, wie dies beispielsweise auch in Frankreich oder anderen europäischen Staaten bereits der Fall ist. Genau. Wir wollen auch immer professioneller werden und können das auch, indem wir uns beispielsweise jetzt eine neue, bessere Finanzordnung gegeben haben. Das ist also ein wesentliches Ergebnis dieses Bundesparteitags, dass wir mit einer neuen Finanzordnung auch konsolidiert die weitere Professionalisierung unserer Administration eingehen können. Ich möchte als kleines Highlight sagen, also das ist so, wenn Sie es notieren möchten, also bislang war es so, dass Spenden immer aufgeteilt werden mussten, jetzt kann aber jede Teilgliederung die Spendenvereine diese auch behalten. Das führt dann zu einem weiteren Punkt, der auch entschieden worden ist. Wir hatten bislang immer eine Spendenregel, die sich orientiert an den Empfehlungen von Transparency International. Sie wissen wahrscheinlich, dass Transparency International bei der Reform der Parteienfinanzierung vor einigen Jahren wesentliche Unterstützung und Empfehlungsarbeit geleistet hat. Sie haben dazu auch eine aktuelle Empfehlung, an der wir uns orientieren. In der Piratenpartei sind Spenden auf 50.000 Euro begrenzt. Darüber hinaus wird es keine weitere Möglichkeit geben, Gelder einzunahmen oder vereinnehmen zu können. Wir haben jetzt auch entschieden, dass eine größere Transparenz für unsere Mitglieder und damit auch für Sie und die Öffentlichkeit gegeben wird, was die Veröffentlichung von Spenden über 1.000 Euro angeht. Da werden wir auch, stehen wir jetzt auch in der Pflicht, das stärker zu kommunizieren. Das sind administrative Regelungen, die für uns wichtig sind, denn wir wollen damit auch zum Ausdruck bringen, dass wir transparent und öffentlich unsere, ich sag mal, Administration aufstellen und sie alle Einsicht nehmen können, damit sie viel überhaupt schreiben können. Insgesamt hat die Piratenpartei diesen Parteitag bereits ihren Prozess fortgesetzt, sich ein liberales Programm zu geben, mit dem wir tatsächlich weitere Felder abdecken können, mit dem wir neue Themen bearbeiten können. Und wir sehen uns hier auf einer sehr guten Richtung im 2012, tatsächlich unser Wahlprogramm, unser erweitertes Grundsatzprogramm für die Bundestagswahl umzusetzen. Hallo? Ja. Dann nehme ich das Wort wieder an mich. Ich würde kurz die Presse nutzen. Fragen, haben wir ein drittes Saalmikrofon? Nein, nein, nein. Okay. Du kannst das nicht. Funktioniert nicht, ja? Braucht aber 2 Jahre. Kenntlich ist das ein Forscher. Und insofern Fragen sind. Machst du eine Rede, bist du großartig? Ja, dezentral ist ziemlich alles. Dann würde ich doch die Herrschaften bitten. Und ihr geht dann einfach rum. 1, 2, Rhythmus ARD Hörfunk. Herr Nerz, wie sind Ihre Erfahrungen jetzt während dieses Parteitags, der so groß ist wie nie zuvor, eben mit den basisdemokratischen Diskussionsprozessen? Funktioniert das Ihrer Sicht? Bewährt sich das hier oder ist da auch irgendwie vielleicht mal an Feintuning gedacht? Ich habe den Eindruck, dass auch in dieser großen Gruppe die Diskussionsgruppe tatsächlich sehr sachlich war.
sehr auf die Inhalte bezogen war. Wir haben wenig unnötige Diskussionsbeiträge gesehen, wir haben wenig Streit gesehen. Das freut mich sehr, das zeigt, dass auch in einer großen Gruppe tatsächlich inhaltlich diskutiert werden kann und gut diskutiert werden kann. Was man sich überlegen muss, ist, ob die Vorbereitung der Anträge in irgendeiner Form optimiert werden kann, also ob man beispielsweise Anträge, die zusammengehören, vielleicht auch stärker zusammenfassen kann, ob man da über vor dem Parteitag laufende Abstimmungen ein bisschen Feintuning machen kann, dass man wirklich nicht 400 Anträge hat, sondern nur 100 oder 200 Anträge, damit es insgesamt schneller geht. Hallo, Julian Jasmer vom Piratenradio. Ich habe eine Frage, wie soll das weitergehen, wenn die Piratenpartei noch größer wird? Man kann ja davon ausgehen, dass immer ungefähr 10% der Mitglieder zu Parteitagen kommen. Wie groß soll das mit der Basisdemokratie noch werden, wenn wir 50.000 Mitglieder sind in der Piratenpartei, 5.000 Leute beim Parteitag? Was gibt es da für Vorstellungen, wie das weitergehen soll? Zunächst einmal muss man Vertrauen in Basisdemokratie haben und nicht gleich immer Bedenken äußern. Wir wollen diesen Weg konsequent weitergehen. Ich würde mir wünschen, dass man auch Vertrauen in diesen basisdemokratischen Ansatz zeigt. Was wir überlegen werden, und das ist, denke ich, zurzeit die Ansicht innerhalb des Bundesvorstands, nicht auf ein Delegiertensystem zu setzen, was wir auch gerne vorschlagen könnten, sondern dass man ein Modell, wenn es rechtlich möglich ist, vorsieht, in Form von dezentralen Parteitagen. Dass man parallel mithilfe technischer Möglichkeiten, darin sind wir relativ gut, einen Parteitag zelebrieren kann, der es ermöglicht, dass an verschiedenen Städten Deutschlands zeitgleich ein Parteitag durchgeführt wird. Wir werden in Berlin in absehbarer Zeit in einer Gebietsversammlung, also in einer Mikrolaborbedingung, eine dezentrale Gebietsversammlung durchführen, um zu testen, ob das System funktioniert. Das wäre das zum Beispiel ein gangbarer Weg. Ergänzen kann das oder Marina? Und das andere ist natürlich, dass zwar der Bundesparteitag unser letztlich beschlussgebendes Organ ist, die Vorbereitung dahingehend aber genauso demokratisch passieren kann und die Diskussion zu den einzelnen Anträgen sowie die Aufklärung, die Bildung auch vor dem Bundesparteitag stattfinden muss. Und je größer die Gruppe, desto mehr muss vorbereitet werden. Wir haben da ein gutes System, Liquid Feedback, über das sich Anträge sehr gut mehrheitsfähig machen lassen. Sie lassen sich dort aber auch verbessern, diskutieren und zusammenfassen. Letzten Endes können wir also die Vorbereitung, wenn wir so gut optimieren, dass wir sozusagen in real uns an dezentralen Parteitagen treffen können und das dann noch durchbeschließen. Also, ja. War noch korrekt, oder? Johannes Schneider, der Tagesspiegel. Zusätzlich zu zentralen und dezentralen Parteitagen habe ich hier einige Leute getroffen, Klammer auf Christopher Lauer, Klammer zu, die es auch begrüßen würden, zusätzlich dazu, zumindest bei einigen politischen Entscheidungen, die gerade das tagespolitische Geschäft betreffen, auch Entschlüsse einfach über Liquid Feedback fassen und dann damit direkt nach außen gehen zu können. Ist das was, was auch der Bundesvorstand sich vorstellen könnte? Die Beschlüsse aus Liquid Feedback können sich alle Mandatsträger als freiwillige Entscheidungsgrundlage nehmen. Das funktioniert sehr gut da, wo wir in einem Parlament sitzen, eben in Berlin, wo das auch gemacht wird. Jeder Mandatsträger hat die Möglichkeit, sich die Meinung der Parteibasis zu holen, kann sich aber immer nur freiwillig daran binden, weil das eben auch gesetzlicher Stand ist, dass er nur seinem Gewissen verpflichtet sein darf. Es ist allerdings eine große Hilfe und ja, ich denke, das werden wir auch in Zukunft nutzen. Und ich würde wünschen, dass Sie möglichst viele Menschen beim Bundesparteitag sprechen, nicht nur Christopher Lauer. Er war der Prominenteste. Wir sind alle prominent. Herr ist nicht mal vom Handelsblatt, hallo. Herr Nerz, Sie sagen ja, die Piraten sind eine freiheitliche Partei, eine liberale Partei. Können Sie es verstehen, wenn jetzt nach den Beschlüssen zum bedingungslosen Grundeinkommen Menschen sich von Ihnen abwenden, weil sie Angst haben, dass über die Finanzierung des Programms die Piratenpartei in ihre persönliche Freiheit eingreift? Die Begründung an sich finde ich nicht unbedingt schlüssig, aber das muss ich auch. Natürlich kann ich das verstehen. Wenn ein Mensch
in seinem Gewissen, in seinen inneren Überzeugungen bestimmte Haltungen, bestimmte Programmpunkte ablehnt und wenn diese Ablehnung für ihn wichtiger ist als die Zustimmung zu anderen Teilen des Programmes, dann kann ich durchaus nachvollziehen, dass man sich von der Partei löst, von der Partei austritt und sie eben nicht mehr wählt. Ich würde mir aber wünschen, dass, ich gehe auch davon aus, dass die allergrößte Mehrheit der Mitglieder tatsächlich, selbst wenn sie inhaltliche Differenzen mit diesem Punkt haben, Dankeschön, die Gemeinsamkeit mit den anderen Zielen, die Gemeinsamkeit mit dem neuen Politikstil, mit den Politikvarianten, mit den restlichen Inhalten, die wir vertreten, für wichtiger halten als diese Differenz. Kurze Nachfrage. Okay, vielleicht habe ich habe vielleicht die Frage nicht ganz konkret formuliert. Also ich habe gestern bei Twitter ein bisschen geguckt und da gibt es halt nicht, nur sie haben fast 30%, die dagegen waren und die waren auch zum Teil sehr frustriert. Ne? Eine Partei schafft sich ab, wird da geschrieben zum Teil. Und sie haben von einer Spaltung gewarnt in ihrer Eröffnungsrede. Haben Sie jetzt Befürchtungen, dass zum Beispiel durch solche konkreten Beschlüsse Sie jetzt Mitglieder, Anhänger verlieren oder nicht? Jeder Beschluss, jede inhaltliche Positionierung, die eine Partei trifft, vor allem eine weitgehende inhaltliche Positionierung, bringt mit sich, dass man Mitglieder verliert, dass man neue Mitglieder wieder gewinnt. Ich traue jedem Mitglied nach, das geht, und ich würde mir wirklich wünschen, dass dieser Schritt sehr gut überlegt ist und nicht aus der ersten Emotion heraus geschieht. Aber ich kann nachvollziehen, wenn ein Mitglied die inhaltliche Übereinstimmung einer Partei dann eben einfach nicht mehr gegeben sind. Ich habe in meiner Rede, als ich vor einer Spaltung warnte, aber nicht an die BDE-Diskussion gedacht, sondern ich dachte an andere Parteien, die in ähnlichen Situationen waren, die neu entstanden waren, die ihre ersten Erfolge feiern und die danach zerfallen sind, weil nach den ersten Erfolgen immer auch die ersten Probleme entstehen, weil man der Tagespolitik ankommt und da vielleicht auch die ersten Mandatsträger Fehler machen, über die sich dann eine Partei zerspalten kann. Das ist eine Entwicklung, die ich derzeit nicht sehe, die ich auch mit dem BGE nicht befürchte, eben weil es kein Linksdruck ist, weil es eine Stärkung der liberalen Ausrichtung ist, weil es keine Festsetzung auf ein Konzept ist, sondern nur die Positionierung, dass wir hier neue Konzepte prüfen wollen, dass wir neue Wege der Sozialpolitik prüfen wollen. Und von daher, nein, ich befürchte nicht, dass die Partei sich jetzt spalten wird. Zwei Fragen. Eine nach den Spenden, nur zum besseren Verständnis. Es gibt ja Parteien, die von gewissen Einrichtungen jährlich 50.000 Euro bekommen. Zum Beispiel voran, also sieht das ja mit allen ein bisschen ähnlicher. Sind diese 50.000 nun einmalig, jährlich oder additiv? Würde mich interessieren. Und der zweite Fragepunkt wäre etwas grundsätzlicher. Der schon zitierte Herr Lauer hat in Berlin dieser Tage mal gesagt, es wäre eigentlich viel einfacher, wenn man die 149 Abgeordnete in ein Liquid Feedback packt. Die Frage wäre, ob das alles, was im Abgeordnetenhaus noch stattfindet, auch mit dieser Form von repräsentativer Demokratie noch zeitgemäß wäre. Die Frage stellt sich also ganz grundsätzlich, nachdem die Partei ja für Parlamente kandidiert, wie ist ihr Verhältnis zu diesem gegenwärtigen repräsentativen parlamentarischen System? Also zum ersten Punkt, das ist additiv gemeint. Also es ist so 50.000 Euro über alle Gliederung von einer juristischen natürlichen Person. In einem Jahr. Genau, also nicht 50.000 für Hamburg, 50.000 für Nordrhein-Westfalen, sondern 50.000 in Gänze. Nächstes Jahr fünf wieder. Genau. Zum Glück für Feedback. Die repräsentative Demokratie hat unter anderem den Vorteil, dass es wahnsinnig viele Entscheidungen der Tagespolitik gibt, die Verwaltungen sind, die organisatorische Tätigkeiten sind, die sich in einer basisdemokratischen Organisation schwer widerspiegeln lassen. Das heißt, der Politiker hat ja tatsächlich auch die Aufgabe, diese ständige Arbeit zu übernehmen, die Vorarbeit zu übernehmen, sich mit Themen im Vorfeld zu beschäftigen und sie auszuarbeiten. Von daher sehe ich nicht, dass das Feedback ein Parlament tatsächlich ersetzen kann. Ich sehe da auch ganz grundsätzliche Probleme in dem Moment, in dem man tatsächlich sagt, wir schaffen ein Parlament ab, wir ersetzen alles durch das Feedback, muss jeder Bürger tatsächlich die Möglichkeit haben, sich da zu beteiligen. Das ist technisch eine interessante Herausforderung. Das bietet aber auch interessante Herausforderungen an die im Grundgesetz garantierte Anonymität der Wahl, die sich technisch einfach nicht umsetzen lässt, zumindest nicht dann nicht, wenn man eine Nachzählbarkeit der Wahl garantieren möchte. Also was Christopher Lauer, glaube ich, meint, das will ich noch ergänzen wollen, ist, dass das Liquid Feedback, das ja zurzeit nur innerparteilich genutzt wird, dass das weiter ausgefächert wird, also stärker plebiszitäre Elemente eingeführt werden und was steht da jetzt drauf, ne? Steht drauf, in welcher Ecke der Elfmeter landet.
Also das würde ich ergänzen. Im Grunde ist es ein Zwischenschritt zu mehr direkter und plebiszitärer Demokratie. Peter Mücker, AD Hauptstadtstudio. Ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen. Es wird doch medial sehr stark betont, dass das ein Linksruck war. Sie haben versucht, das hier zu entkräften mit der Begründung, die mir noch nicht so ganz eingeleuchtet ist. Es ist, glaube ich, das, was hängen bleiben wird, ein Linksruck. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Munition liefert, gerade beispielsweise aus der FDP-Ecke, die Sie ja möglicherweise auch als mögliche Wählerschaft genommen haben. Wie wollen Sie das denn relativieren, gerade im Hinblick auf die Schleswig-Holstein-Wahl? Also erstens, wir werden die Beschlüsse der Partei nicht relativieren, sondern wenn wir als Partei etwas beschließen, dann stehen wir auch dahinter. Ich verstehe diesen Begriff links als etwas, das man anwendet aus einer alten Ideologie heraus, auch etwas ganz Neues, wo es auch nicht mehr hinpasst. Und ich verstehe das Bedürfnis, diesen Begriff darauf anzuwenden. Aber sowohl der alte Linksbegriff wie auch der alte Rechtsbegriff basieren alle auf einer sehr klassischen Definition von Arbeit, basieren alle auf einer klassischen Definition von Leistung, die wir in der Gesellschaft haben. Und das ist ja gerade, was wir ändern wollen. Wir wollen versuchen, ganz neue Wege zu gehen. Wir wollen versuchen, wie können Menschen nochmal anders zusammenleben und sich gegenseitig anders versorgen. Und wir stehen an einem Punkt, in dem also nicht mehr die Arbeit, die handwerkliche Arbeit, die Fabrikarbeit, wo wir diese ganze Diskussion um Links-Rechts hatten, im Mittelpunkt steht, sondern wir sind in einer Informationsgesellschaft, wo plötzlich die produktive Kraft das Wissen ist. Und darauf müssen wir uns einstellen. Wir können nicht mehr Konzepte anwenden, die wir zu Zeiten des Ackerbaus hatten, wo der Boden das Wichtigste war. Wir können jetzt aber auch nicht mehr die Konzepte der SPD-Gründungsphase anwenden, wo Arbeitskraft die Ressource war. Die heutige Ressource ist Wissen. Und Wissen hat die Eigenschaft, dass es nicht ausgeht. Also man kann es nicht sozusagen verlieren. Es verbreitet sich, es ist kopierbar. Und dadurch, dass wir jetzt eine Ressource haben, die im Gegensatz zu Boden und Arbeitskraft kopierbar ist, brauchen wir auch einen neuen Begriff. Und deswegen bin ich dagegen, das als Linksruck zu bezeichnen, weil ein Linksruck etwas ist, das sich auf klassische Arbeitskraft bezieht. Das gefragt, wie glücklich oder wie unglücklich sind Sie denn über diese Entscheidung, die gefallen ist? Ich persönlich ich war sehr glücklich über diesen Begriff, über dieses Reset-Antrag, was wir in Chemnitz durchbekommen haben, weil es im Prinzip schon genau das formuliert. Ne? Es formuliert eigentlich, wir wollen genau dahin und hat uns dieses Ziel als Partei gesetzt. Ich hatte etwas Zweifel, ob der BGE-Antrag an sich nicht etwas zu früh da ist in dieser Partei, weil ich einfach auch sehe, dass die Diskussion eben in vollem Gange ist. Das finde ich aber auch gut. Und inhaltlich halte ich es für zielweisend, dass wir jetzt das wollen, was wir in Zukunft anstreben und das jetzt auch schon aufs Programm schreiben und jetzt zielgerichtet nach Lösungen suchen können. Ich noch eine kleine Ergänzung zur FDP machen darf. Die FDP hat die berühmte Bürgergeld im Programm, das heißt, so weit von einem BGE weg, auch wenn Sie es nicht so nennen wollen, weil Sie Angst vor der Diskussion haben, liegt die FDP eigentlich gar nicht. Von daher, Sie können gerne zu uns übertreten und das bei uns dann auch nochmal versuchen umzubinden. Ansonsten, der Sozialstaat an sich steht vor gewaltigen Umbrüchen. Wenn wir uns anschauen, welche Fehlbeträge wir in Rentenkassen haben, wir in Pensionskassen haben, wie sich das Gesamtsystem weiterentwickelt, wird es ganz grundlegende Änderungen im Sozialstaat geben müssen. Das ist keine Frage von einem Jahr, das ist keine Frage von zwei Jahren, das ist auch keine Frage einer Legislaturperiode. Das ist ein Generationenprogramm. Und wir haben damit jetzt eben eine Richtung vorgegeben, in die dieses Generationenprogramm gehen kann. Eine Frage zu Frau Weißmann. Wie stellen Sie es sich vor, die Reichweite der Ansprechpartner der Piratenpartei zu verbreitern? Also bisher ist es ja doch eine gesellschaftlich relativ fest umschreibbare Gruppe, die Piraten überhaupt erreichen. Und meine Frage ist, wie wollen Sie das aufbreiten? Die Zeit wird uns selbst verbreiten. Die Sache ist, wir fangen halt früh an und denken über Probleme nach, die morgen kommen. Und wenn die Probleme dann morgen kommen, haben wir schon eine Lösung parat. Das ist ja, wie wir operieren. Bisher sind wir damit auch sehr gut gefahren und wir verbreiten uns unglaublich. Wir haben sehr viele neue auch Arten von Mitgliedern, wir haben sehr viele ältere Mitglieder bekommen, wir haben zunehmend Frauen. Also das
ist eine Entwicklung, die ich auch in Zukunft sehr stark sehe. Ganz einfach dadurch, dass wir uns nicht immer nur an den Status quo halten und gucken, was können wir hier politisch reißen, sondern wir denken eben auch, wo wollen wir hin und wo wollen wir, dass unsere Kinder leben. Und da nehmen wir ganz viele Menschen mit. Ja, nochmal Johannes Schneider vom Tagesspiegel. Ich bekomme wieder ganz oft von älteren Kollegen in der Redaktion die Frage nach dem hier anwesenden Herrn Taus gestellt. Darum gebe ich die jetzt einfach mal weiter. Wollen Sie sich bei diesem Parteitag nochmal in dieser großen Öffentlichkeit zu diesem Thema positionieren? Also, um es kurz zu kommentieren, Herr Taus ist hier als Medienvertreter für Gulli.com und alle weiteren Fragen Sie bitte an Lars Soberei diesbezüglich, erst als Mitarbeiter. Und da wir sehr viel Wert auf die Pressefreiheit legen, sehen wir es hier auch nicht ein, in irgendeiner Weise zu markieren. Möchtet ihr es mit dir ergänzen? Dann danke für die Frage. Ich stehe auch gerne zur Verfügung. Laura Koppenhöfe, auch vom ARD Hörfunk. Das war ja jetzt der mit Abstand größte Parteitag in der Piratengeschichte. Und Frau Weißbrand hat ja vorher auch ehrlicherweise gesagt, dass die Nervosität groß war. Ich hätte jetzt gerne ein Fazit, ein knappes. Was ist denn richtig gut gelaufen und was sollte vielleicht bis zum nächsten Parteitag, der wahrscheinlich noch größer wird, sich noch optimieren? Wir hatten eine fantastische Orga. Wir haben fantastische Helfer gehabt, die weder Mühe noch eigenes Geld oder sonst was gescheut haben, um mit Leib und Seele an diesem Parteitag zu arbeiten. Jeder von uns macht das ehrenamtlich und die haben einfach Großartiges gerissen. Wir haben dadurch, dass wir sehr viel Vertrauen in unsere Mitglieder setzen, dadurch, dass wir basisdemokratisch sind und jedes Mitglied viel Freiheit hat, jedes Mitglied auch viel Verantwortung hat, die nimmt es auch wahr. Wir haben eine sehr große Selbstdisziplin auf diesem Parteitag demonstriert bekommen. Die formalen und Tagesordnungspunkte am Anfang gestern gingen sehr schnell über die Bühne. Viele hatten befürchtet, dass das nicht so sein würde. Aber insgesamt muss ich sagen, dass ich Angst hatte, ja, vor diesem Parteitag, ob alles so glatt läuft. Es läuft bisher sehr glatt. Wir hatten wichtige inhaltliche Beschlüsse und obwohl wir eine hochemotionale Debatte hatten zu führen, war sie sehr sachlich geführt, war sie inhaltlich geführt mit guten Argumenten von beiden Seiten und ich hoffe, dass wir auch in Zukunft so diesen Stil beibehalten, dass wir in Zukunft mehr inhaltliche Vorbereitung vorher leisten müssen. Das ist mir klar geworden, es war mir schon vorher ein bisschen klar, dass wir also mehr uns noch vorher vernetzen müssen, über die Themen austauschen, die Argumente austauschen müssen und auch in einer in einer vernetzteren Art, also nicht hier mal da, sondern tatsächlich offiziell. Das würde, glaube ich, uns nochmal viel Zeit sparen. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden. Und weitere Lehren sind dann eine etwas größere Halle, wenn wir mit dem Rechner ein bisschen größer werden und vielleicht eine beheizte Halle für die Pressekonferenz. Das wollte ich auch sagen, das ist doch relativ kalt. Wir können, glaube ich, sehr zufrieden sein und es ist von Anfang an ein guter Parteitag gewesen. Ich habe schon viele Parteitage der Piraten gesehen mit 400 Mitgliedern oder Anwesenden, mit 800.000, jetzt mit 1.500 Mitgliedern. Und die Disziplin, das Vertrauen, die Arbeit waren immer konstruktiv. Und das stärkt uns, glaube ich, auch in der Einsicht, so weiterzufahren und auch nichts anderes vorzusehen als basisdemokratische Mitgliedervollversammlung. Verständnisfrage an den Herrn Merz zu dem, was Sie ganz am Anfang gesagt hatten. Ein Programmparteitag für das Wahlprogramm wird es rangehen und die endgültige Entscheidung dann trifft wer im Frühjahr 2013? Der Bundesparteitag hat beschlossen, dass es mindestens einen Sonderparteitag für das Wahlprogramm geben wird und er hat beschlossen, dass wir im Frühjahr 2013 über das endgültige Wahlprogramm entscheiden sollen. Er hat dem Bundesvorstand auch die Aufgabe aufgegeben, aus den bis dahin beschlossenen Wahlprogrammen, aus den Quellen, ein
kompletten Text zu verfassen. Das heißt keine inhaltliche Arbeit, sondern tatsächlich diesen Text so zusammenzufassen, dass es dann einen Text gibt und den dort noch einmal zur Abstimmung vorzugeben. Das heißt, die Entscheidung wird schlussendlich am Parteitag treffen, wird die Basis treffen. Es wird natürlich auch die Möglichkeit geben, diesen Text zu verändern. Es wird auch die Möglichkeit geben, dass Mitglieder eigene Texte ausarbeiten, weil der Bundesvorstand wird diese Aufgaben geben. Dieser Sonderparteitag dann im nächsten Jahr. Also wir haben jetzt erstmal vor, an dem nächsten Bundesparteitag in Anbetracht einer wichtigen Landtagswahl in Schleswig-Holstein im April möglichst nächsten Jahres im Norden zu machen. Dann werden wir einen weiteren Parteitag sicherlich im nächsten Jahr haben, einen ganz normalen Satzungs- und Programmparteitag. Und dann werden wir in Vorbereitung zur Bundestagswahl 2013, wenn sie denn 2013 ist, kann sich ja vieles ändern, einen Sonderparteitag machen. Das würde aber dazu führen, wenn jetzt Wahlen sind, dass wir relativ schnell einen Sonderparteitag machen müssen. Insofern, es wird aber, wenn wir jetzt die Zeitfolge so planen, wie sie eigentlich angedacht ist, vielleicht noch drei Parteitage geben bis zur Bundestagswahl. Ja, solange dann keine weiteren akuten Fragen mehr sind, würde ich. Ich sehe keinen großen Widerspruch, doch eine Person. Können Sie vielleicht einfach noch was sagen mit der möglichen Höhe eines BGE? Also, ich gebe Ihnen mal einen Verweis, also nicht einen Verweis, ich erteile Ihnen keinen Verweis, sondern einen Hinweis. Also, der Hinweis ist so: Es gibt eine Untersuchung vom HWDI, das ist ja durchaus ein renommiertes Forschungsinstitut unter Leitung von Professor Straucher. Dort finden Sie Angaben zu einer statischen Überschlagsrechnung, die auch bestimmte Forderungen auch zur Steuersystematik beinhaltet, die unsere Sozialpiraten, die derzeit an der Ausarbeitung des Rechts auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe arbeiten, orientieren sich unter anderem auch an diesen statischen Überschlagsrechnungen. Der Betrag wird wahrscheinlich im dreistelligen Bereich liegen. So, da dann soweit keine Fragen mehr sind, bedanke ich mich erstmal bei Ihnen für Ihre Anwesenheit und beim Bundesvorstand dafür, dass er Rede und Antwort gestanden hat. Wir haben, wie in der Ansage bereits angekündigt, noch ein kleines Schmankerl für Sie. Wir haben noch drei Piraten hier vor Ort, die eventuell für ein besonderes Interesse sein könnten. Ich würde Sie bereit bitten, sich kurz vor einem hochzustellen, jeweils mit einem Satz vorzustellen. Sie stehen dann im Anschluss Rede und Antwort für das jeweilige Thema. Ja, guten Tag, ich bin Tore Schmidt, ich bin Spitzenkandidat für die Landtagswahl nächstes Jahr in Schleswig-Holstein und ich stehe gerne für Ihre Fragen bereit. Ja, mein Name ist Georg Rehmuth, ich bin Mitglied aus Landesverband Berlin und ich habe den Antrag zum Grundeinkommen hauptsächlich geschrieben und stehe für die Fragen zur Verfügung. Guten Tag, mein Name ist Emanuel Schach, ich bin Rechtsanwalt für die Piratenpartei tätig in den Bereichen, die bei den Piraten unter Servergate bzw. Staatstrojaner laufen und kann Ihnen da auch zu dem aktuellen Stand und Auswirkungen etwas sagen. Danke. Ja, dann würde ich diese Pressekonferenz hiermit offiziell beenden. Wie gesagt, im Anschluss zum Kaffee-Herrschaft stehen die Umgebung und Antworten und so weiter im Bereich Arbeitsmarkt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.